Protectionist nicht in Iffezheim? Der Start des deutschen Superstars Protectionist im Großen Preis von Baden ist unwahrscheinlich. Wie sein Trainer Andreas Wöhle auf seiner Homepage mitteilte, zog sich der Monsunsohn bei seinem Sieg im Großen Preis von Berlin eine Zerrung im Beckenbereich zu und muss erstmal pausieren. Gruppe 1-Aufgabe für Royal Solitaire. Daumen drücken heißt es am Sonntag in Deauville für die von Peter Schirgen trainierte Royal Solitaire. Die Ammerländerin, Siegerin in der Badener Meile, startet in dem französischen Seebad im Prix Jean Romanet, einem Gruppe 1-Rennen über 2000 Meter. Im Sattel der Chamadal-Tochter wird Andra Starke sitzen. Artikus bei Wöhler. Nach seinem Verkauf von Dr. Christoph Bergler an das australische Besitzersyndikat Australian Bloodstock hat der Gruppe 3-Sieger Artikus nun auch den Trainer gewechselt. Aus dem Quartier von Waldemar Hixt wechselte der Sieger der Maxius-Trophäe in den Stall von Andreas Wöhler, der nun alle in Deutschland stationierten Pferde der australischen Besitzergemeinschaft vorbereitet.